Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserer Oldorf. Ich habe hier ein Zimmertürschloss und bei dem ist also diese Stange, die da für zuständig ist, dass der Griff wieder nach oben geführt wird oder dies eine Verbindung zu der Feder ist. Das ist die, die hier rausguckt. Das ist irgendwie defekt. Und die Schrauben sind schon hier raus, also hatte der Kunde nicht dabei gehabt. Jetzt öffne ich mir das Schloss, so sieht das also aus von innen. Und da ist es so gewesen, dass das hier praktisch eingehakt war und hat dementsprechend gehalten. Und jetzt ist es so, dass eben halt, dass wenn man jetzt hier die Klinke betätigt, der da wahrscheinlich gleich rausrutscht. Oder er ist rausgerutscht. Jetzt jedenfalls ist er drin. Bleibt er drin. Das ist so, dass das jetzt ändert, weil so sollte das ursprünglich aussehen. Ja. Ja, was machen wir jetzt in diesem Fall? Wir könnten natürlich sagen, wir nehmen ein anderes Schloss, aber das möchte der Kunde nicht. Der Kunde möchte gerne dieses behalten. Also gehe ich jetzt eben bei und wird mal eben so eine kleine Stange hier fertigen. Und das dann dementsprechend einbauen. Da ich ja vieles immer wieder verwerte, das ist so, mache ich praktisch aus diesem Schlosskasten hier. Der hat nämlich die gleiche Dicke. Schneide ich mir das Teil hier einfach raus. Ja, da ist nur mal eben meine Reißnadel weggefallen. Muss ich mal wieder holen. So, da habe ich sie wieder. Ich mache hier einfach mal eben einfach einen kleinen Strich drauf. Das wird hier gleich weggesägt. Und dann kann man das wie folgt machen. Reiße das einmal hier an. Drehe das Teil praktisch hier rüber. Dann kann ich das hier nochmal wieder anreißen. Und jetzt drehe ich das einmal wieder zur anderen Seite, damit ich also praktisch die Länge habe. So, so ungefähr von hier an bis hier an. Das ist praktisch also das ganze Stück nachher insgesamt. Das ist nur einfach mal eben so ganz grob angerissen. Das trenne ich jetzt hier eben raus, säge ich eben raus und man wird das hier dann ein bisschen biegen, wie das hier auch ist. Und schon habe ich das Teil und kann es dann dementsprechend wieder hier in dem Schloss einsetzen. Das mache ich jetzt mal eben und dann gucken wir gleich. Das ist das Teil, was ich jetzt gemacht habe. Das Original abgebrochen und hier eben halt das, was ich jetzt nachgebaut habe. Jetzt werden wir mal eben, bevor ich das einbaue, das mal ein bisschen hier schmieren. So, dann setze ich das Teil mal eben hier ein. Oh, muss man ein bisschen kräftig ziehen. Dann kommt der Nussspanner rein. So, geht schon. Dann machen wir den Deckel noch mal eben drauf. So, jetzt haben wir nur keine Schrauben. Mal gucken, passt diese gerade durch Zufall? Nee,
Gar nicht. Gut, testen wir das mal eben auf alle Fälle. Das funktioniert. Und das geht auch. Griff geht wieder einwandfrei. Mal sehen, können wir das auch nochmal so zeigen. Sieht das Ganze denn auf der Seite aus? Ja, gut, das war es von meiner Seite aus. Der Kunde hat die Schrauben, aber ich suche mir gleich wieder raus. Die setze ich da rein. Das ist das alte Bauteil. Okay, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.